Von draus vom Walde komm ich her. Ich muss euch sagen, es weihnachtet sehr. Alle Jahre wieder lädt der Weihnachtsmarkt in Münster ein. Dieses Jahr öffnet er vom 21.11. bis zum 23.12. seine Pforten. Rund 300 Weihnachtsmarktstände bieten dafür die unterschiedlichsten Dinge an. Diese verteilen sich jedoch auf 5 unterschiedliche Weihnachtsmärkte. Erstens der Weihnachtsmarkt am Platz des Westfälischen Friedens, zweitens der Adventsmarkt am Egidimarkt, der Lichtermarkt St. Lamberti, das Weihnachtsdorf am Kiepenkerl und der Giebelhüskesmarkt des an Münsters Überwasserkirche. Ihr Kinderlein kommet, oh kommet doch all! Die Besucherzahlen werden von der Stadt in die Größenordnung von 1,5 Millionen geschätzt. Und all überall auf den Tannenspitzen sah ich goldene Lichtlein sitzen. Um die Besucher in Weihnachtsstimmung zu versetzen, hat die Stadt Münster schon im Oktober mit den Vorbereitungen begonnen. Dabei wurden rund 25 Kilometer Lichterketten in Münsters Bäume an Giebel, Laternen und Fenster gehängt. Insgesamt beleuchten während der Weihnachtszeit 25.000 Lämpchen das winterliche Treiben der Stadt. 10.000 Glühlampen schmücken dabei 50 zentral gelegene Bäume in der Innenstadt. Das bedeutet insgesamt etwa 10 Kilometer Lichterketten. Über dem größten Weihnachtsmarkt, dem am Friedensplatz, erstrahlt ein Lichterhimmel aus 10.000 Lämpchen. Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. Insgesamt schmücken 90 Adventskränze die Bögen auf dem Prinzipalmarkt. Erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier und dann steht das Christkind vor der Tür.